Können Sie mich hören? Ja, höre ich. Hören Sie mich auch? Applaus, meine Damen und Herren, für Pamela! Ja, ich höre was im Hintergrund. Okay, also, dann probieren wir das mal und ich probiere mal das in 10 Minuten alles so aus der Sicht von einer Kuh zu erzählen. Und zwar wissen wir ja, wäre, wenn wir uns alle vegan ernähren würden. Und wenn wir mal auf diese Folie gehen, dann mit den ganzen Tieren auf der linken Seite und rechts dem Gemüse, dann sehen wir, dass es einen Widerspruch gibt, dass einerseits der Fleischkonsum steigt weltweit, andererseits aber auch der Gemüsekonsum. Und der Fleischkonsum, das wissen wir alle, der ist weltweit viel zu hoch. Da brauchen wir jetzt nicht auf die einzelnen Folien zu gehen. Was vielleicht interessant ist für alle, diese Folie mit dem prozentualen Anteil Vegetarierinnen und Veganerinnen in ausgewählten Ländern. Und da ist auffällig, dass in Indien der Anteil der Menschen, die sich vegetarisch ernähren, sehr hoch ist, während er in Deutschland so mittel ist und zum Beispiel in Norwegen oder Portugal sehr niedrig. Und da können wir uns ja fragen, woran liegt denn sowas? Wir wissen alle, Klimawandel, gerade jetzt durch die Katastrophenfälle in Nordrhein-Westfalen, das ist wirklich jeder bewusst, also auch allen Leuten, die vielleicht so ja, fast Klimaleugnerinnen sind, wissen, dass es nicht gut ist, so viel tierische Produkte zu essen. Und wenn wir mal ganz kurz auf diese Folie mit den Motiven gehen, dann sehen wir bei der Frage, warum Leute sich vegan ernähren, das sind also die Leute, die schon Veganerinnen sind, das ist Massentierhaltung in erster Linie, dass die Leute das schlimm finden, dann Klimaschutzgründe und gesundheitliche Gründe. Und wir sehen dann Reality, wie das kennen alle Anwesenden vermutlich, wie das aussieht mit der Massentierhaltung und wir finden es alle schrecklich, aber trotzdem ist der Anteil der Veganerinnen in Deutschland im niedrigen einstelligen Bereich, da gibt es unterschiedlichste Schätzungen. Wir wissen auch, dass es nicht besonders gesund ist, konventionelles Fleisch zu essen, da sind viele Rückstände. Wir wissen, der Klimawandel ist das eine Ding, das andere Ding ist, wir brauchen Futtermittel, wenn wir Fleisch konsumieren, der Regenwald wird abgeholzt. Das sind Katastrophenbilder, die eigentlich alle kennen. Und jetzt ist die spannende soziologische Frage, warum ernähren wir uns nicht alle vegan? Und da habe ich mal versucht, das so ein bisschen plastisch zu erklären. Wenn wir auf diese Folie mit den Qualitätsprodukten gehen, dann sehen wir ganz viel Fleisch- und Fischprodukte und das ist so das, was die Leute, die meisten, also wie gesagt über 90% oder sogar über 97% ernähren sich ja nicht vegan und daher muss es ja irgendwelche Gründe geben, warum die das nicht tun. Und wir sehen, Fleischprodukte oder tierische Produkte haben ein super Image. Wir sehen auch auf der nächsten Folie, diese Schweine, die in Südeuropa rumlaufen, das sind diese Schweine, die Eichelmast machen. Das ist ein richtiges Qualitätsprodukt. Auf der nächsten Folie sehen wir Schinken, der klein geschnitten wird. Das ist ein super Luxusprodukt, wenn es irgendwelche Feiern gibt. Wenn wir noch eine Folie weitergehen, Qualität und Tradition, zum Beispiel zu Hochzeiten, wird Schinken, besonders in Spanien beispielsweise, aufgeschnitten. Das ist richtig ein super teures Qualitätsprodukt. Das gehört zum Luxus und zu einer Feier dazu. Die nächsten Folien überspringen wir mal. Wir haben dann alle so diese Traumvorstellung, dass Hühner, Schweine, Kühe in der heilen Natur leben, aber das ist ja eben nicht so. Wenn wir uns konventionelle Landwirtschaft angucken, wissen wir, es wird gespritzt, wir haben Monokulturen, das ist alles schlimm. Und
jetzt gehen wir mal zu dieser Folie mit den Käsespezialitäten. Und da kommen wir schon der Erklärung, warum sich nicht alle Leute vegan ernähren, etwas näher. Vorhin hatten wir den Schinken, darauf kann man ja vielleicht noch verzichten. Aber Käse ist auch so ein, in Anführungszeichen, Kulturprodukt. Das lieben die Leute, besonders in Frankreich beispielsweise gibt es hunderte von exquisiten Käsesorten. Und das gehört zum Lebensstil dazu. Und das ist etwas, was die Leute mögen. Und deshalb essen sie es. Wenn wir noch weitergehen, sehen wir, es gibt Alternativen, aber diese Alternativen sind noch nicht verbreitet. Das nächste können wir mal überspringen, aber wir sehen dann, die Bedingungen sind so, es wird heute etwas einfacher und die Menschen, die sich vegan ernähren, ernähren sich schon zu einem Drittel über 2 Jahre vegan. Und die Motive überspringen wir mal auch. Was aber interessant ist, wenn wir auf diese Folie Hedonismus gehen, dann sehen wir auf einmal, wenn wir Leute vergleichen, die sich einmal vegan ernähren und dann die Omnivoren, das sind die, die Fleisch, Gemüseprodukte und also von allem etwas essen, dann ist in einer Umfrage herausgekommen, dass Veganerinnen nur zu einem verschwindend geringen Anteil, nämlich zu 6%, sagen, ich esse, was mir schmeckt, während bei den Leuten, die alles essen, das fast 20% sind. Das heißt, das Bewusstsein dafür, was Ernährung ausmacht, ist bei den Menschen, die sich vegan ernähren, viel, viel ausgeprägter als bei denen, die alles essen. Und wir können dann, um das jetzt mal so ein bisschen soziologisch-wissenschaftlich zu erklären, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, warum Menschen sich vegan bzw. nicht vegan ernähren, dann haben wir ein Makrolevel. Makrolevel ist zum Beispiel das Angebot, was es in einer Gesellschaft gibt. Und da sehen wir, die deutschen Städte haben langsam ein breites Angebot veganer Produkte. Und es gibt bessere Bedingungen im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber auch auf dem Land ist es so, dass das Angebot von veganen und vegetarischen Speisen geringer ist. Und wir haben in Deutschland, das muss man auch sagen, gute klimatische Bedingungen für vegane Ernährung. In Ländern, die zum Beispiel sehr kalt sind, wenn wir Nordskandinavien oder so haben, da ist es vielleicht schwieriger, dann sich vegan zu ernähren. Und nochmal die Motive, das sind die Grausamkeiten in der Massentierhaltung, Klimaschutz und gesundheitliche Gründe. Und man kann sagen, vegane Ernährung ist kein Trend, weil sich eben ein Drittel der Befragten bereits länger als 2 Jahre vegan ernähren. Und der Anteil der Veganerinnen und Vegetarierinnen wächst. Und was auch interessant ist, das ist auch eine Erklärung, die subjektive Einschätzung, also das heißt also die Einschätzung der Menschen, die sich vegan ernähren, sagen, es ist heute einfacher als früher. Warum ist es das? Wir brauchen nur in verschiedenste Supermärkte in großen Städten zu gehen oder in Unistädten oder auch in so einer Stadt wie Lüneburg. Dann sehen wir, dass es da mittlerweile ein super Angebot gibt und ich muss nicht mehr in irgendwelche kleinen Innenläden gehen, um an vegane Produkte zu kommen. Ein anderes interessantes Ergebnis ist noch, dass Veganerinnen insgesamt weniger Vertrauen in die deutsche Landwirtschaft haben, in die konventionelle Landwirtschaft, als die Menschen, die alles essen. Sie haben weniger Vertrauen in Lebensmittelkonzerne und sie glauben signifikant häufiger, dass die konventionelle Landwirtschaft der Umwelt schadet und die Natur zerstört. Und fast alle Veganerinnen sind davon überzeugt, dass eine Verringerung des Fleischverzehrs gut für das Klima ist. Das heißt, die Menschen, die sich vegan ernähren, haben ein größeres Wissen über Zusammenhänge mit der Landwirtschaft, wie die sich aufs Klima auswirkt. Und sie haben auch ein stärkeres Umweltbewusstsein als Omnivoren. Da werden ihr hier oder sie sagen, na, das ist keine neue Erkenntnis. Das ist aber insofern wichtig, weil
wenn ich ein besseres Wissen und ein besseres Umweltbewusstsein habe, dann ist die Bereitschaft auf der anderen Seite auch größer, mich vegan zu ernähren. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken, Ergebnisse 3, dann haben wir auf der linken Seite die objektiven Bedingungen, also die Bedingungen, die da sein müssen, damit ich mich vegan ernähren kann. Das heißt, das gute Angebot, was in Supermärkten, in Restaurants da ist. Und auf der anderen Seite den Mikrolevel, das heißt die subjektiven Bedingungen, wie ich selber etwas einschätze. Und wenn ich das entsprechend einschätze, dann kann ich mich, dann ist eine hohe Bereitschaft da, sich vegan zu ernähren. Und wenn wir jetzt sagen, was können wir für die Zukunft überhaupt machen, damit sich mehr Menschen bewusst ernähren und weniger tierische Produkte oder gar keine tierischen Produkte essen, dann wäre ein Ziel, Konsumentinnen sollten besser über Umweltprobleme informiert werden, die durch konventionelle Landwirtschaft den hohen Konsum von Fleisch und tierischen Produkten hervorgerufen werden. Und jetzt nochmal als letztes, die Kuh, die glücklich da in die Gegend guckt, da können wir sagen, Mensch, die hat es doch gut. Wir sehen aber, wenn wir jetzt kritisch herangehen, auch aus der Sicht der Kuh, dann sehen wir, dass diese Kuh zum Beispiel Piercings hat, jetzt so in Anführungszeichen, die hat Ohrenmarken, und auch die Kühe, die so in freier Natur leben, denen es gut geht, sind immer noch die Kühe, die von den Menschen abhängig sind und die letztendlich dann zum Schluss geschlachtet werden. Also das ist das, was vielfach dann gar nicht mit bedacht wird. Ja, also das war's. Ich hoffe, ich bin jetzt in der Zeit geblieben. Und ja, also schade, dass es nicht geklappt hat mit Zoom. Ich das an meinem schlechten Empfang, weil ich hier eben nur 3G hatte. Aber ich hoffe, ihr und sie habt zumindest gehört, was ich da zu den Folien sagen konnte. Liebe Pamela, vielen Dank. Wir machen jetzt einen riesengroßen Applaus für dich und hoffe, dass du das hörst. Pamela Kerschke-Richmann, meine Damen und Herren, das ist dein Applaus.